Circa 5500 Eier schmücken dieses Jahr den Osterbrunnen. Nur knapp 100 mussten wegen Beschädigung ersetzt werden. Das ist Lotte Berchtold, die Organisatorin und gute Seele des Unternehmens. Seit 1999 gibt es den Osterbrunnen in Pörnbach. Entstanden ist diese Idee während eines Ausflugs in die Fränkische Schweiz. Ausschieben, dass ich da die Flasche habe für die Hand. Der Bürgermeister als interessierter Zuschauer. Oder hinten?
Aber richtig da. Jetzt ist er drin. Wieder schon? Ja, ich habe lange morgen war. Thank you.